Die DHV-News vom 13. Oktober 2023. Bundestag verschiebt Cannabis, wirre Kommunikation. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirks Grow Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir drehen mal wieder in einem etwas speziellen Setting. Ich habe Corona 2 gehabt, letzte Woche, jetzt genau 7 Tage im Prinzip, bin jetzt gerade mit den ersten negativen Tests wieder am Start, habe ziemlich viel geschlafen die Woche, war nicht so schlimm wie beim ersten Mal, aber trotzdem war ich was zermatscht und wir machen zur Sicherheit jetzt diese Aufnahme nochmal aus dem Homeoffice. Insofern entschuldige ich die technische Qualität. Nächste Woche wird wahrscheinlich alles wieder normal laufen hier. Zweite Vorbemerkung, ihr habt es vielleicht schon gesehen in dem Vorspann, dass jetzt Drehhandel Dirks Grow Shop ist. Ich habe ja vor ein paar Monaten als Drehhandel, als Diamantsponsor beim Handverband eingestiegen ist und vorne im Vorspann der DHV-News aufgetaucht ist, schon erzählt, dass das mein alter Freund Dirk Rehan ist, der dahinter steckt und der auch Mitbegründer vom Handverband ist. Erstmal ist er Diamantsponsor geworden mit dem Großhandel, den er betreibt mit Drehhandel. Aber ich habe da schon angekündigt, dass sich das irgendwann ändert, ja, dass da noch was ansteht. Und dass es jetzt eben Dirks Grow Shop gibt und jetzt ist es soweit. Wenn ihr damals schon auf der Seite mal geschaut habt und nicht viel damit anfangen konntet, mit Drehhandel ist halt ein Großhandel. Ja. Ihr seid vermutlich überwiegend keine Händler von Anbautechnik, Zubehör, sondern möglicherweise Interessenten für Anbauzubehör. Und dann lohnt sich jetzt nochmal einen Blick auf die Seite zu werfen von Dirks Grow Shop. Da hat sich sehr viel getan. Ist halt eine neue Seite. Ja. Ist eben nicht mehr der Großhandel, sondern richtet sich jetzt an Endkonsumenten. Und ist sehr schön aufbereitet. Man kann sich diverse Komplettsets zusammenklicken. Man hat nochmal einen schönen Grow-Block, wo alle möglichen Details und Fragen rund um den Anbau von Pflanzen beschrieben werden und erklärt werden und so weiter. Da kriegt man richtig Lust, sofort loszugrowen sozusagen. Man ist perfekt vorbereitet für die bald anstehende Legalisierung des Anbaus von zumindest ein paar Pflanzen im Eigenanbau. Und dafür ist es eben perfekt geeignet. Und wer schon mal üben will und jetzt irgendwie schon da beim Rumklicken irgendwie Bock kriegt, ja, der kann ja schon mal ein bisschen üben mit Tomaten. Vielleicht die ersten Fehler machen, bevor es dann ernst wird mit dem ersten legalen Cannabis-Anbau bei euch zu Hause. Schaut mal rein, Dirks Grow Shop, der uns als Diamantsponsor erheblich unterstützt, zusammen mit den beiden anderen genannten Seeds24 und Away Medical. So viel dazu und jetzt zum Thema der Woche. Eigentlich ist das gleiche Thema wie die letzte Woche, wo ich ja gesagt habe, ja gut, Zeitplan, alles im Lot, ja, läuft sozusagen nach Zeitplan und genau das hat sich dann kurze Zeit danach, schon 1 oder 2 Tage nach Release der letzten DHV-News, wieder umgekrempelt, da wackelt der Zeitplan sozusagen. Aber noch steht er, sehr verwirrende Angelegenheit, ja, ich drösel das euch mal auseinander hier. Und zwar ist das folgendermaßen, der Bundestag hat tatsächlich die erste Lesung des Cannabis-Gesetzes verschoben. Kurzfristig, heute war das eigentlich auf der Tagesordnung, Freitag der 13., ja, das war nicht als Grund genannt, dass der Freitag der 13. ist. Man will nicht, vielleicht nicht zugeben, dass man abergläubisch ist, ist auf jeden Fall abergläubisch. Jedenfalls hat diese erste Lesung, Einbringung des Gesetzes in den Bundestag nicht stattgefunden heute. Und es gab dafür verschiedene Begründungen. Die erste war, man will kontroverse Diskussionen vermeiden, um eben gemeinsam im Bundestag mit allen Fraktionen zusammen ohne politischen Streit den terroristischen Angriff auf Israel zu verurteilen, zu besprechen und so weiter. Und diese Begründung kam vor allen Dingen aus der SPD-Fraktion, von unseren Freunde da, Carmen Wegge und Dirk Heidenblut haben auch per Video das Ganze nochmal erklärt, dass das der Grund sei, ja, für die Verschiebung. Man will eben kontroverse Themen abräumen, damit man sich da nicht streitet, sondern da einvernehmlich zugange ist irgendwie. Wie einvernehmlich das Ganze jetzt nun war, da gibt es aber durchaus Zweifel dran. Zumindest die CDU-Fraktion angeblich wusste gar nichts von dieser Vereinbarung, hat man deswegen jetzt Cannabis nicht auf der Tagesordnung hat, um sich nicht zu streiten. Ja, da vielleicht war das also nur eine ampelinterne Einvernehmlichkeit, die da so angenommen wird, ja, von Heidenblut und Wegge. Wenn man jetzt auf die Tagesordnung des Bundestages schaut für diese Woche, da sind etliche Themen von der Tagesordnung gestrichen worden. Ich nehme auch an, dass das üblich ist, dass immer mal irgendwelche Themen wieder gestrichen und vertagt werden und so.
viele dieser gestrichenen Themen könnten tatsächlich mehr oder weniger im weitesten Sinne irgendwie was mit dem Nahen Osten zu tun haben. Da sind schon durchaus Sachen bei, die gestrichen worden sind, wo man sagen könnte, ja, das ist ja irgendwie plausibel, dass das jetzt irgendwie einen Zusammenhang hat mit dem Nahen Osten. Also viel mehr als deutsche Cannabispolitik genau genommen, ja, die hat ja eigentlich nichts mit dem Nahen Osten zu tun, kann man vielleicht schon so mal auf den Punkt bringen. Aber es gibt eben laut SPD-Fraktion die Aussage, oder die SPD-Fraktion hat wohl gesagt, dass Cannabis, Legalisierung in Deutschland, Säule 1, Gesetz und so weiter, das einzige Thema ist, das wegen der Israel-Krise vertagt worden ist. Laut Legal Tribune Online, LTO, wo viele Informationen übrigens von her sind, die ich jetzt hier heute für euch habe, oder eben von Tweets vom entsprechenden Redakteur Hasso Suljak, der hat da sehr viel recherchiert in dem Zusammenhang und nachgefragt. Es gibt noch eine weitere Theorie, die dann aus den Reihen von Grünen und FDP kam, sozusagen, die irgendwie auch nachvollziehbar und plausibel ist. Ja. Wegen der Aufnahme des Israel-Themas auf die Tagesordnung des Bundestages musste zwangsläufig ein anderes Thema weichen, ja, um die Zeit dann wieder einzusparen. Und man hat ein Gesetz ausgesucht, das sich nicht grundsätzlich verschiebt, wenn es jetzt eben heute oder diese Woche nicht auf der Tagesordnung ist. Und das ist wohl beim Cannabis-Gesetz der Fall. Demnach geht es also gar nicht um die Frage, ob das kontrovers ist oder nicht, sondern einfach nur darum, dass man jetzt irgendwas verschieben musste und sich was ausgesucht hat, wo man sagt, okay, das kann trotzdem noch im normalen geplanten Zeitrahmen klappen. Dafür würde auch sprechen, dass etliche weitere Themen auf der Tagesordnung durchaus geblieben sind, wo kontroverse Debatten zu erwarten sind. Unter anderem auch AfD-Anträge, ja, die sicherlich nicht furchtbar einvernehmlich sind, und auch ein paar andere Ampelgesetze, wo man davon ausgehen kann, dass die Union da dagegen schimpft. Also so furchtbar einvernehmlich sieht die Tagesordnung jetzt da nicht aus. Also möglicherweise einfach nur die Frage, ja, welches Gesetz kann man zeitlich verschieben, ohne großartig da was kaputt zu machen beim Zeitplan. Das ist natürlich auch fragwürdig, ob wirklich kein anderes Gesetz dabei war und kein anderes Thema, wo es jetzt einen wichtigen Zeitplan gab, den man vielleicht auch hätte halten können. Ja, das ist also ausgerechnet das Cannabis-Gesetz gewesen. Angeblich eben das Einzige, was jetzt deswegen wegen der Israel-Krise verschoben worden ist. Dann hatte ich noch eine kleine Debatte mit Renate Künast von den Grünen und auch zusammen mit erwähntem Hasso Suljak, in dessen Thread hat sich das abgespielt, ja, dass Renate Künast da irgendwas rumgelabert hat, von wegen, das wäre aber jetzt nicht sehr einfühlsam oder so. Ja, die Nachfrage, ja, wieso ist das jetzt deswegen verschoben worden? Und ich habe mehrfach auch nachgefragt, ja, welchen Zusammenhang hat das denn jetzt mit dem Nahen Osten, jetzt unser deutsches Cannabis-Gesetz? Ja, erklär doch mal. Und sie hat da kein Wort zu gesagt, hat immer wieder rumlamentiert, wie wichtig und wie dramatisch und so weiter das ist mit Israel. Womit sie ja recht hat, ja, ist natürlich auch so, ist natürlich auch echt mies, was da passiert und wird Schockwellen über den Globus werfen und so weiter und so fort. Aber wo ist der Zusammenhang mit dem deutschen Cannabis-Gesetz? Sie hat trotz mehrfacher Nachfrage kein Wort dazu gesagt und einfach nur immer weiter irgendwie was mit Israel rum erzählt. Und das ist natürlich genau die Art politische Kommunikation, dieses Geschwafel, dieses Nicht-Antworten auf Nachfragen, trotz mehrfacher Nachfrage irgendwas völlig anderes zu erzählen, wo die Leute echt die Schnauze voll von haben und denken, ja, die Politik, die verarschen uns doch alle nur und so, ne? Obwohl natürlich auch die Politik als Wort schon Quatsch ist irgendwie, weil tausend verschiedene Leute sind und Gremien und so weiter. Aber auf jeden Fall ist das sehr ungünstige Kommunikation, wenn man wirklich irgendwie den Bürger sinnvoll irgendwas erklären will, warum man was tut, ja, indem man einfach null auf Fragen eingeht, geht überhaupt nicht klar. Es gibt also mindestens zwei irgendwie nachvollziehbare, plausible Erklärungen für die Verschiebung und das ist meiner Meinung nach schon eine zu viel. Ja, also können nicht beide Erklärungen sein letztendlich, sondern eine davon. Oder steckt eben was ganz anderes dahinter dann doch, ja, dass irgendwelche Leute, dass da Sand im Getriebe ist, dass Leute keine Lust haben auf das Thema und so weiter. Auch die dazugehörige Anhörung wurde verschoben, die ja ursprünglich für den 18. Dezember, Oktober angesagt war. Die ist jetzt auch nach hinten verschoben worden, weil das jetzt gar nicht mehr hinhaut mit der ersten Lesung und der Einbringung in den Bundestag. Und jetzt sah es zunächst auch so aus, es würde auch die Bundesregierung weitere Verzögerungen reinbringen. Dazu habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass die Antwort der Bundesregierung auf den Bundesrat aussteht. Die ganzen zig Beschlüsse, die der Bundesrat zum Cannabis-Gesetz beschlossen hat, darauf war ja die Antwort der Bundesregierung noch ausstehend. Die haben beim letzten Mal das schon vertagt, letzte Woche. Und jetzt sah es wieder so aus, als hätten die nicht beschlossen, ihre Antwort. Und dann wäre natürlich diese Sandgetriebe im Getriebe-Theorie schon sehr plausibel, ja, dass weder die Bundesregierung sich auf irgendwas einigen kann
und deswegen auch im Bundestag irgendwelche Verwirrung ist, hinter den Kulissen irgendwer da bremst und so weiter. Die Bundesregierung hat auf jeden Fall eine Liste veröffentlicht der Kabinettsbeschlüsse, wo Cannabis überhaupt nicht drin vorkam. Aber es gibt trotzdem einen Kabinettsbeschluss. Das Kabinett hat seine Antwort beschlossen auf den Bundesrat und auch mit etlichen interessanten Details, die wiederum Hasso Suliak von der LTU schön auseinandergedröselt hat in vielen Punkten. Unter anderem zum Beispiel, dass doch bitteschön der Outdoor-Anbau möglich sein soll, auch privat. Ja, da hat man also privat in seinem privaten Garten irgendwie auch eine Hanfpflanze hinstellen darf. Das wollte der Bundesrat eigentlich ursprünglich nicht. Oder wollte er nicht, und die Bundesregierung sagt, doch, doch, das ist schon richtig so, das soll so sein. Wer das genauer wissen will, habe ich euch in den Shownotes unten reingeschrieben, ja, diesen Link zum Thread von Hasso Suliak, wo er alle möglichen Details auseinanderdröselt, was jetzt die Bundesregierung da, das Kabinett, dem Bundesrat auf die ganzen Änderungswünsche geantwortet hat. Aber auch da, ja, man traut sich noch nicht mal, das öffentlich überhaupt zu erwähnen, dass man so einen Beschluss gefällt hat, ja, dass man die ganzen Antworten da am Start hat. Sagt man lieber gar nichts, schreibt das nicht in die Liste der Beschlüsse rein und macht das irgendwie so, duckt sich da weg, ja, Duckmäusertum, die haben Angst irgendwie vor allem Möglichen, was sie da tun in Sachen Cannabis. Und das ist jetzt auch nicht besonders ein gutes Zeichen. Ja, die stehen da, die Großkopferten, die stehen da nicht so richtig dahinter, die wurscheln sich da irgendwie durch. Und wollen am liebsten irgendwie, dass die Öffentlichkeit gar nichts mitkriegt von dem, dass sie das halt nun mal machen müssen jetzt da irgendwie. Ja. Dann die Frage natürlich jetzt, die sich anschließt, ist ja, was ist denn jetzt mit dem Zeitplan, ne? Verschieberei und so weiter, ne? Es hat jetzt erst 2012 irgendwie, 2023 irgendwie soweit. Es ist immer noch möglich, diesen Zeitplan einzuhalten, der dazu führen würde, dass das Gesetz erste Säule Cannabis-Reform Anfang 2024 in Kraft tritt. Ich sage ganz bewusst nicht 1.1.2024, weil Gesetze normalerweise in Kraft treten, nachdem sie veröffentlicht werden im Bundesgesetzblatt. Ja, und das Bundesgesetzblatt-Mitarbeiter am 31.12. ausgerechnet da mitten an Silvester das irgendwie da irgendwie eintippeln, ja, das ist jetzt nicht zwingend extrem wahrscheinlich. Ja, vielleicht machen sie das irgendwie in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester im Zweifelsfall. Oder sie machen das erst am 2.1., dann tritt das erst am 3.1. in Kraft oder was. Ja, so genau hält es jetzt am Ende dann auch nicht. Aber Anfang Jahres 2024, Anfang Januar, ist immer noch möglich. Und zwar mit dem Zeitplan, der jetzt aktuell ist und wo auch die Daten dafür da sind. Nächste Woche erste Lesung, Einbringung des Gesetzes in den Bundestag. Am 18. Oktober und dann die Anhörung, die verschoben wurde auf den 6. November. Und dann wäre die zweite und dritte Lesung, also endgültige Beschlussfassung im Bundestag am 16. November, was aber wirklich sehr knapp ist. Das heißt, die haben nur 10 Tage Zeit zwischen der Anhörung, ja, wo das ganze Input nochmal auf die einprasselt von den ganzen Wahnsinnsexperten, wie ich unter anderem, ja, und denen da erzählen, was alles geändert werden muss, haben die 10 Tage Zeit, das alles zu verabschieden. Brauchen auch noch die Bundesregierung dafür, weil die eher politische Beschlüsse verabschieden und sagen, hier, wir wollen Outdoor-Anbau oder was. Ja, und da muss die Bundesregierung sagen, das so und so heißt das jetzt in Paragraphen. Ja, die müssen das auf paragraphisch übersetzen. Und dann muss eben das Ganze in 10 Tagen passieren, damit am 16.11. der Bundestag das Ganze verabschieden kann, damit die letzte Sitzung des Bundesrates 2023 noch erreicht wird, weil der ja nochmal ein zweites Mal irgendwie die Möglichkeit hat, dazu irgendwie seinen Senf abzugeben. Ohne Zustimmungspflicht und dann wartet, ja, und dann kann das Ganze irgendwie in Kraft treten nach der Veröffentlichung. Der Bundespräsident muss noch unterschreiben. Ja, das wird also ein äußerst enger Zeitplan. Es ist noch möglich, theoretisch, aber wie realistisch das Ganze dann ist, wird man dann eben sehen. Und was auch noch völlig unklar ist, ist die Frage Führerschein. Das ist nämlich auch diese Woche bekannt geworden. Wissing hat eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU beantwortet zu dieser ganzen Frage, was ist denn jetzt da mit dem Grenzwert, THC-Grenzwert und so weiter. Und Wissing hat ja schon irgendwann im Frühjahr gesagt, er will eine zweite Kommission schaffen, neben der Grenzwertkommission, weil die Grenzwertkommission ihm nicht vernünftig geantwortet hat, was er jetzt machen soll, für einen Grenzwert einführen soll, macht jetzt ein zweites Gremium, was eben hoffentlich eine anständige Antwort gibt. Und
hat er bis jetzt nichts gemacht. Ja, er hat ein halbes Jahr rumdödeln lassen und jetzt hat er mal ein paar Leute eingeladen und hat diese Frage da beantwortet und sagt, ja, im Frühjahr 2024 werden wir dann dazu mal Ergebnisse präsentieren. Ja, dann soll das neue Gremium Hosianna sagen und sagen, ja, tada, Grenzwert. Und damit ist Wissing natürlich offensichtlich nicht auf dem Gleis, was alle wollen, eigentlich alle Politiker und so weiter, dass im Rahmen dieses ersten Gesetzes Cannabis Liberalisierung, Eigenanbau, legaler Besitz und so weiter, auch die Führerscheinfrage geregelt wird. Zumindest die Grenzwertfrage. Es gibt noch andere Ungleichbehandlungen zwischen THC und Alkohol, weil man wenigstens den Grenzwert mal klar hat. Irgendwie, das wollen alle, nur Wissing nicht, der dödelt da vor sich hin, irgendwie verschläft das Ganze. Da kann man nur hoffen, dass auch da der Bundestag da ein Machtwort spricht und selbst einfach einen Grenzwert festlegt, der dann irgendwie ins Gesetz geschrieben wird, dann geht das auch ohne Wissing, ja, und dann kann der irgendwie mit seiner Kommission da spielen, solange er will. Aber da kann man natürlich schon sich fragen, ob der Bundestag da wirklich so geradeaus unterwegs ist. Ne? Nach dem ganzen Rumgeeier, was wir jetzt da wieder sehen mit Vertagerei und warum eigentlich und so weiter, ne? Weiß keiner so genau, was jetzt das Ganze soll, ob die dann wirklich so selbstbewusst vorgehen und sagen, ja, hier, zack, das ist jetzt unser Grenzwert und fertig. Wäre sehr zu begrüßen. Wissing hat komplett versagt an der Stelle, was das angeht, THC und Grenzwert und Führerschein. Also insgesamt ein bisschen professionellere politische Kommunikation, die man als Bürger auch nachvollziehen kann, das wäre schon prima. Ja, auch für die Politik selbst wäre das gut in Sachen Glaubwürdigkeit. Dann haben wir noch in Bayern ein paar Bilder von unserer Kampagne. Wir haben ja plakatiert, habe ich euch erzählt. Bayern verdient ja besondere Aufmerksamkeit durch ständigen Widerstand gegen die Legalisierung. Da haben wir letzte Woche schon berichtet und wir haben viele Bilder gekriegt von Lesern und Zuschauern, die uns Plakate fotografiert haben, irgendwo in Bayern. Und davon zeigen wir uns euch jetzt ein paar Bilder. Zeit für Legalisierung. Cannabis gehört zu Bayern länger als die CSU. Das Ganze geht jetzt noch paar Tage, also 3, 4 Tage oder was, hängen jetzt die letzten Plakate noch und dann ist das vorbei. Aber es ist eine unserer größeren Aktionen, auch wenn nicht furchtbar viel politische Story dazu zu erzählen ist, ist es eben immer noch auch finanziell gesehen, insbesondere eine unserer größeren Aktionen. Und ja, Bayern hat es verdient. Ortsgruppenfunk habe ich noch ein Punkt und zwar Ortsgruppe Stuttgart. Da war ja der Tag der deutschen Breitheit. Ich hatte es hier angekündigt. Die Ortsgruppe meldete uns ungefähr 200 Teilnehmer, die dabei waren. Am Ende gab es wohl Regen, da ist das Grillen dann nachher ausgefallen, aber bis dahin war das Wetter gut, Stimmung gut. Ja, soweit. Gelungene Veranstaltung, wird uns gemeldet und coole Bilder. Ich habe da immer Spaß dran, irgendwie an den ganzen Bildern und den netten Verkleidungen, irgendwie ein bisschen freakig und ausgerechnet in Stuttgart noch das Ganze, da macht das besonders Spaß. Ja, in Berlin wäre das ja fast irgendwie, man kann nicht merken, dass da irgendwelche komischen Leute rumlaufen. Aber in Stuttgart ist das sicherlich irgendwie nochmal ein schöner, bunter Tupfer in der stuttgartischen Welt. Bei den Terminen erstmal der Hinweis, dass die CSC-Konferenz in Hannover ausfällt, die ich hier auch schon angekündigt hatte. Ende Oktober, 21. bis 22. Oktober war das eigentlich geplant in Hannover, wurde jetzt abgesagt. Also, ja, könnt ihr vergessen, das Ganze jetzt erstmal. Also nicht wundern, ja, wenn das irgendwo mehr auftaucht. Und dann haben wir einen Infotisch in Heidelberg von unserer Ortsgruppe am Samstag, 14. Oktober. Ebenfalls Infostand, Ortsgruppe Thüringen in Weimar, 14. Oktober. Dienstag, 17. eine Kundgebung zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut. Unsere Ortsgruppe in Halle ist immer bei den ganzen internationalen Tagen XY, Dingsda, Bumsda, schwer am Start, wunderbar. Dienstag, 17. Oktober. Ebenfalls 17. Oktober, 17. Oktober trifft sich die Ortsgruppe Berlin des Handverbands und der Handverband Rhein-Neckar in Heidelberg, auch 17. Oktober. 20. Treffen der Ortsgruppe in Karlsruhe, 23. Oktober in Dresden, ein Vernetzungstreffen zum Thema Cannabis Social Clubs. Da haben wir sie dann doch wieder, die Social Clubber, die irgendwie zusammen rumklubben, die auch Social zusammen rumklubben. Ja, Lauterbach will ja kein Social. Mal sehen, jedenfalls Montag, 23. Oktober in Dresden, Cannabis Social Club Thema. Und in Regensburg haben wir den öffentlichen Hanfstammtisch unserer Ortsgruppe am Samstag, 28. Oktober. Das war's. Liked die Corona-Ausgabe hier nochmal. Nächste Woche wird es wieder langweilig gesund. Und ja, Kanal abonnieren, Glocke drücken und
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.